Und dann darfst du auch noch mal ein bisschen deinen Senf dazugeben. Komm her. Voll in die Fresse! So. Faustkampf habe ich auch gewonnen. Und dann schauen wir uns dieses Spektakel mal an. Shepard? Aber Sie sind tot? Es geht mir schon besser. Und jetzt sind Sie hier, um mich zu töten? Sie sind wirklich völlig paranoid, stimmt's? Bitte nicht so herablassen, Shepard. So charmant wie immer. Sie sehen darin bestimmt sehr viel Ironie. Erst kümmern Sie sich um meine Schwester, und jetzt sind Sie wegen mir hier. Nun, Sie haben es bis hierher geschafft. Was jetzt? Sie haben Wahnvorstellungen. Ich würde keine Zeit damit vergeuden, Sie zur Strecke zu bringen, Nasana. Und wie nennen Sie das hier dann? Sie haben meine Türme praktisch eingerissen. Ich habe nicht Sie gesucht. Wovon zum Teufel reden Sie da? Geht's um Credits? Sind Sie etwa hinter Geld her? Nennen Sie mir einfach Ihren Preis. Dann können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Wie viel haben Sie? Machen Sie mir ein Angebot. Interessiert mich zwar nicht, aber. Das Doppelte, was man Ihnen zahlt. Und wenn Sie mir den Auftraggeber nennen, verdopple ich die Summe nochmal. Oh. Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die Da anderen kriege Eingänge ich überprüfen. 0 Sie bleiben, wo Sie sind. mal 2 Wenn ich mit diesem mal 2. Ereignis fertig bin, werden Sie und ich. Wer? Schöner Auftritt. Kann man so sagen. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Hallo? Verzeihung, aber Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Glauben Sie wirklich, dass Sie es verdienen? Ich mach's trotzdem. Nicht für Sie, für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir Sie zum Beispiel. So viel Zerstörung, Chaos. Ich war neugierig, wie weit Sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Woher wussten Sie überhaupt, dass ich kommen würde? Wusste ich gar nicht. Bis Sie durch den Haupteingang gestürmt sind und das Feuer eröffnet haben. Nasana war völlig paranoid. Sie haben gesehen, wie viele Wachen sie hatte. Sie glaubte, eine ihrer Schwestern würde sie töten. Sie waren eine wertvolle Ablenkung. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Oh, das wird sich ändern. Mein Schiff wird das erste sein. Ich soll also Menschen beschützen, die ich nicht kenne, vor Aliens, über die niemand etwas weiß, an einem Ort, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist? Das trifft's ungefähr. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung ihrer Kolonisten hingegen schon. Sie sterben? Es ist ansteckend. Wie lange haben Sie Gleich noch? erstmal einen Schritt zurück. Wenn Sie daran interessiert sind, können wir an Bord Ihres Schiffes darüber sprechen. Es ist nicht ansteckend und beeinflusst nicht meine Arbeit. Einem geschenkten Attentäter schaut man zwar nicht ins Maul, aber warum liegt Ihnen etwas an den Kolonisten? Sie sind doch unschuldig, oder? Wie alle Opfer der Kollektoren. Das Universum ist ein finsterer Ort.
Ich möchte vor meinem Tod noch etwas Licht hineinbringen. Viele Unschuldige sind heute gestorben. Ich war nicht schnell genug, deshalb mussten sie leiden. Und dafür muss ich Buße tun. Ich werde für sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Das hört man gerne. Umsonst ist immer gut, mein Freund. Jetzt haben wir Thane Kryos im Team und ich finde, Thane ist voll der geile Charakter. Mit dem hat man voll die coolen Gespräche. Die anderen sind irgendwie, die sind teilweise lustig. Manche, naja, gut, hätte man sich sparen können oder so, aber mit dem hat man geile Gespräche, finde ich. Die sind voll interessant. Aber da kommt er erstmal hier. Gucken, was hier so los ist. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Kryos. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ganz ruhig, Leute. Wir haben alle dasselbe Ziel und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Jawohl, Sir. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Das ist auch sehr höflich, so auch ganz anders, wie man sich einen Attentäter vorstellt. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er dürfte sie überraschen. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht, da hast du auch wieder recht. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Schiff. So automatic quasi. Machen wir die Tür auf hier. Dann werde ich erstmal so mit dem Herrn IA. Ich muss ja sowieso, mit ihm kann ich nicht reden, weil dann muss ich erst nach Tuchanka. Aber dann kann ich ja schon einmal die ganzen Upgrades hier machen, die ich bereits habe. Einfach mal wieder auf die Kacke hauen. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich von irgendwas habe, aber scheiß drauf. Ich hol's mir. Panzerungsupgrade. Oh, das nehme ich natürlich. Und ich nehme auch sehr gerne das hier. Medigel-Kapazität 5 von 5. Jetzt bin ich da quasi ausgebucht. Und hier gibt's nichts Neues. Schade. So, mit ihm kann ich nicht reden. Ich glaube, Jacob will nicht. Werde ich mal kurz hier Kelly. Gibt's bei dir was? Thanes spirituelle Seite überrascht mich. Sein Psychoprofil hat das kaum erwähnt. Und er strahlt ja auch dieses kalte Selbstbewusstsein aus. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn furchterregend oder sexy finde. Viele Frauen stehen auf böse Jungs. Ach, ich weiß nicht. Gute Jungs sind auch ganz nett. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Tali scheint nach dem Erhalt einer Nachricht ganz aufgelöst zu sein. Vielleicht sollten Sie auf dem Maschinendeck mal nach ihr sehen. Okay. Noch etwas, Commander? Also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, Kelly ist unsere Schiffs-SCH-Lampe. Die findet alle geil und überhaupt. Commander, Sie ja, hast du mir gerade schon erzählt. Vielen Dank für die Hilfe. Lisbeth Bainham. Hey Shepard, ich habe gehört, was Sie auf Ilium getan haben und möchte mich dafür bedanken, dass Sie Sue Soap schon wieder geholfen haben. Wir haben überlebt, wenn auch knapp. Die meisten von Exo Jenny sind weg, aber ich bin als Gesandte geblieben, um dafür zu sorgen, dass von dem Torianer nichts zurückgelassen wird. Wir können dieses Problem nicht nochmal brauchen. Außerdem tut es mir wirklich sehr leid, dass ich auf sie geschossen habe. Das habe ich zwar bestimmt schon gesagt, aber ich wollte es nochmal wiederholen. Viel Glück und nochmals danke. Dank Ihnen lebt Sue Soap wieder. Beste Grüße, Lisbeth Bainham. Aus Teil 1. Oh ja. Schutzengel von Orianna Lawson. Hoffentlich ist das der richtige Commander Shepard. Ich bin Orianna. Meine Schwester hat mir nicht viel erzählt, aber ihr ist bestimmt nicht klar, dass ich genauso schlau bin wie sie. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und einen Informationsmakler gefunden, der mir diese Adresse besorgt hat. Ich habe ihr gedankt, aber noch nicht ihn.
Meinen Eltern ist das alles nicht ganz klar, aber ich weiß, wie viel Miranda getan hat, wie viele kleine Dinge in all den Jahren nur wegen ihr geschehen sind. Ich werde es ihnen auch nicht sagen. Ich will immer noch auf die Schule gehen und ein paar Abschlüsse machen. Aber sie sollen wissen, dass ich weiß, dass sie mich gerettet haben. Ich hatte all die Jahre einen Schutzengel. Ich weiß nicht, ob meine Schwester jemanden hat. Sie hat gesagt, sie arbeitet für sie. Und es war eindeutig, dass ihre Arbeit ziemlich gefährlich ist. Bringen Sie sie lebend wieder zurück, okay? Orianna. PS. Erzählen Sie ihr nichts von dieser Nachricht. Es würde sie wütend machen. PPS. Miranda, hör auf, Shepards Nachrichten zu lesen. Und jetzt tu nicht so. Ich würde es doch auch machen. Ja, die scheinen sich ja schon sehr gut zu kennen, obwohl sie sich noch irgendwie gar nicht kennen. Aber, mein Gott. So, dann werde ich jetzt erstmal in den Maschinendeck gehen und mit Harley reden. Jetzt sollte ich auch auswählen, damit das funktioniert. Und werde mal ein wenig mit der Tali schnacken, was bei ihr denn so abgeht im Leben. So, hallo, Tali. Shepard, freut mich, dass Sie vorbeikommen. Ich brauche vielleicht Ihre Hilfe. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Ich habe Angst, Shepard. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht, wenn die Beweislage erdrückend ist. Trotzdem danke. Ich weiß Ihr Vertrauen in mich zu schätzen, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Was geschieht, wenn ein Quarianer des Verrats beschuldigt wird? Es gibt eine Anhörung, bei der die Mitglieder des Admiralitätsrats als Richter fungieren. Mein Vater ist ein Admiral dieses Rats. Er muss sich für befangen erklären. Ich will mir gar nicht ausmalen, was er wohl gerade denkt. Die Strafe für Verrat ist Verbannung. Wenn ich verurteilt werde, kann ich nie mehr zurück. Sie haben also keine Ahnung, was man Ihnen genau vorwirft? Nein. Details solcher Anschuldigungen werden meist nicht über offene Kanäle verbreitet. Ich werde erst mehr erfahren, wenn ich bei der Flottille ankomme. Was geschieht, wenn Sie für schuldig befunden werden? Wie gesagt, ich werde verstoßen. Einzelheiten bleiben den Richtern überlassen. Wenn die Tat als tragische Fehleinschätzung gewertet wird, bekommt der Schuldige vielleicht ein kleines Schiff und Vorräte. Nicht, dass das wichtig wäre. Bei einer Verurteilung sehe ich die Migrantenflotte in jedem Fall nie wieder. Also kein Gefängnis? Keine Todesstrafe? Für lange Gefängnisstrafen haben wir gar nicht die Ressourcen. Überwachte Zwangsarbeit ist viel effektiver. Und für Hinrichtungen ist unser Volk einfach zu klein. Ein Verstoßener kann Kinder bekommen. Die sind dann in der Flotte wieder willkommen. Wie oft kommt es vor, dass jemandem von der Flotte Verrat vorgeworfen wird? Sehr selten. Die Tat muss die gesamte Flottille betreffen, nicht nur ein Schiff. Die letzte Angeklagte war Anora Vanyavaselani, eine Technikerin, die Verteidigungspläne der Flotte an die Batarianer weitergeleitet hatte. Dabei hatte sie gute Absichten. Die Batarianer hatten einen Vertrag für ein Upgrade unserer Systeme. Aber stattdessen haben sie die Verteidigungspläne an Piraten verkauft. Wurde sie verurteilt? Nein, sie hat einen Selbstmordangriff auf die Piraten gemacht und sie zerstört, bevor sie die Flotte angreifen konnten. Sie wurde begnadigt, posthum. Hoffentlich muss ich meine Unschuld nicht auch so beweisen. Wie läuft so ein Prozess ab? Wie schnell müssen Sie dort erscheinen? Sie warten eine Weile, damit ich kommen und mich verteidigen kann. Tauche ich nicht auf, findet der Prozess in meiner Abwesenheit statt. Was den eigentlichen Ablauf angeht... Es ist weniger formell als ein Prozess auf der Erde oder auf der Citadel. Wir sind eine Familie. Und ein schlimmeres Familientreffen gibt's eigentlich gar nicht. Naja, natürlich werde ich Tali helfen. Okay, suchen wir die Flottille. Ich wollte schon eine Passage auf einem anderen Schiff buchen. Ich dachte nicht, dass Sie die Zeit hätten, mir zu helfen. Danke, Shepard. Ich gebe den aktuellen Aufenthaltsort der Flottille in die Normandy ein. Die Admirale werden schon auf uns warten. Na, hoffentlich haben die ein bisschen Zeit mitgebracht, weil das könnte ein bisschen dauern, bis wir da sind, Tali. Wir haben noch ein paar andere Sachen hier zu tun, ne?
Hier ist Thane, das heißt, wir gehen erstmal in die Mannschaftsquartiere, reden mit Thane, reden mit Miranda. Und dann geht es. Ne, geht nochmal raus hier. Und dann geht es wieder zurück nach Ilium. Muss auch die anderen noch. Oh. Da sind immer die gleichen Waffen drin, Thane. Du hast ein tolles Hobby, aber du solltest dir mal andere Waffen zulegen. Brauchen Sie etwas? Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Wir brauchen die bestmögliche Ausrüstung, um es mit den Kollektoren aufzunehmen. Haben Sie irgendwelche Hinweise, die ich verfolgen könnte? Mein altes Kontaktnetzwerk hat oft seltene Ausrüstung für mich aufgespürt. Soll ich mit Ihnen mal in Kontakt treten? Ja. Ja, mal sehen, was Sie haben. Schiffsverbesserung. War das jetzt Schiffsverbesserung? Station für modulare Sonde. Cool, ja sicher, junge Erforscher, habe ich 60. Muss ich nicht immer so oft zurück? Brauchen Sie etwas? Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Sicher. Die Drell leben auf der Heimatwelt der Hanar, richtig? Ja. Ich weiß, dass viele sich schwer tun, die Hanar zu verstehen. Das liegt aber nur daran, dass sie Wesen, die sie nicht kennen, sehr formell behandeln. Wir hingegen kennen sie ziemlich gut. Wenn sie einem Hanar mal so nahe kommen, dass er ihnen seinen Seelennamen verrät, werden sie feststellen, dass sie sehr herzlich sind. Ich dachte, die Hanar verraten nur sehr engen Freunden ihren Seelennamen. Die meisten meiner Aufträge waren für die Hanar. Meine regelmäßigen Kontakte kannte ich ziemlich gut. Seelennamen sind meistens poetisch. Ein Hanar, der für seinen Zynismus bekannt ist, nennt sich dann vielleicht Erleuchtet die Torheit der Tänzer. Hübscher Name, doch, doch, sehr hübsch. Hanar kommunizieren über Biolumineszenz. Das ist ein größeres Hindernis als ihre Höflichkeit. Stimmt. Viele Drell haben sich die Augen genetisch modifizieren lassen, um die Signale höherer Frequenzen wahrnehmen zu können. Ich hab's machen lassen. Ich kann zwar dunkelrot und schwarz nicht mehr unterscheiden, aber dafür sehe ich jetzt ultraviolettes Licht als Silber. Er ist ja auch extrem erstrebenswert. Wenn Sie für die Bösen beten, zu wem beten Sie da eigentlich genau? Das kommt auf die Umstände an. Um mein Ziel zu finden, spreche ich mit Amon Kira, dem Herrn der Jäger. Und wenn ich jemanden verteidige, mit Arashu, Göttin der Mutterschaft und des Schutzes. Und wenn die Zielperson erledigt ist, spreche ich mit Kalahira, der Göttin der Ozeane und des Jenseits. Ich wusste gar nicht, dass die Drell mehrere Götter haben. Es ist eine unserer älteren Glaubensrichtungen. Heute hängen viele den Entflammten der Hanar an. Oder den Philosophien der Asari. Die alten Anschauungen sterben aus. Es gibt so viele Ansätze, den eigenen Platz im Universum zu interpretieren. Wer braucht da schon die Weisheit der Ahnen? Die jüngeren Generationen glauben nicht, dass sie uns bei der Gentechnologie, bei orbitalen Angriffen oder Alien-Spezies helfen können. Ozeane haben auf den ersten Blick aber nicht viel mit dem Jenseits zu tun. Bedenken Sie, der Ozean ist voller Leben. Allerdings nicht mit Leben, wie Sie und ich es kennen. Um dort zu überleben, müssen wir unsere Herrschaft über das Festland aufgeben und eine neue Lebensweise akzeptieren. Genauso ist es mit dem Tod. Die Seele muss ihre Loslösung vom Körper akzeptieren. Kann sie das nicht, ist sie verloren. Ich würde gerne noch über etwas anderes reden. Fragen Sie. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja. Ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Werden Sie bis zum Ende der Mission einsatzfähig bleiben? Die nächsten 8 bis 12 Monate sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Je mehr Zeit ich in feuchter Umgebung zubringe, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Ich halte es für gesichert, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem mein Körper nicht mehr funktioniert, entweder gesiegt haben oder tot sind. So oder so werde ich keine Last für Sie sein. Ja, so kann man die ganze Sache auch betrachten. Und er hatte eigentlich so gesehen nicht unrecht. Entweder wir überleben das oder wir sterben. Das sind so die Optionen, die da offen stehen. Ne? Wo genau liegt das Problem?
Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kaji, der Heimatwelt der Hanar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Können wir nicht etwas unternehmen? Die Hanar haben ein gentechnisches Programm, das irgendwann zu unserer Anpassung führen dürfte. Das Projekt läuft aber erst seit ein paar Jahren. Bis es Früchte trägt, hat mein Körper das Atmen sicherlich längst eingestellt. Dann gehen Sie weg von Kaja oder verwenden Sie Atemgeräte. Rael haben eine enge Beziehung zu den Hanar. Wir sind voneinander abhängig. Das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Wohnungen im Inneren sehr trocken zu halten. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Das will ich auch hoffen. Außerdem ist unser Doktor sehr gut. So, wollte ich dir nur mal gesagt haben.